Hallo, liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder dabei seid. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต่อจากตอนต่อไปจากตอนที่แล้วนะจ๊ะทางแถวงวงช้างของเกาะช้าง Wir wollen euch mit dieser Filmreihe Ko Chang vorstellen. Hier ist es die Ostküste. Hier könnt ihr sehen, wo die Drohne lang geflogen ist, damit ihr so einen kleinen Überblick habt, wo ihr da gerade seid. Ich mache immer Filmaufnahmen am Strand, auch über dem Meer, beziehungsweise so 100 Meter, 200 Meter im Inland parallel dazu. Hier sieht man schon mal eine größere Ansiedlung von Menschen. Es ist also gar nicht so viel an der Ostküste, ist weniger besiedelt, da sind mehr Farmer, wenig Touristen. Die Touristen fahren da nur mit den Rollern rum und gucken sich die Ostküste an und die hohen Berge und den Dschungel. อันนี้คือฝั่งภาคตะวันออกสมมติว่าขึ้นเรือลงมาเราเลี้ยวซ้ายอ่ะปกติเราจะไปจากฝั่งขวาขึ้นไปหาในเมืองแต่งอดนี้เรามาทางฝั่งซ้ายไม่รู้เขาเรียกภาคอะไรไม่รู้เขาเรียกภาคอะไรแต่ส่วนมากจะคนจะทําแบบทําสวนไม่ค่อยมีหาดมีแต่ป่าเขาลําเนาไพรHier unten kommt jetzt wiedersieht so aus, dass da auch wieder ein Haus oder Häuser zu vermieten sind, immer wo Pools sind. Ist also weniger, dass die Thais für sich einen Pool bauen, wenn dann werden die Häuser auch vermietet. Hier kann man aber nur den Sonnenaufgang sehen an diesem Küstenabschnitt. Da muss man also früher aufstehen. Und am Straßenrand sind so gut wie keine Restaurants von Thais. I say no restaurants there to eat. It's that is mehr. They have a little bit of restaurant. Yeah, but not so much. Not so much. Also absolut unterschiedlich gegenüber zur Westküste. Two or three restaurants I see. Yeah. And by Salak Phet ngay, Salak Phet Resort.Remember we go with Danny? Was man häufig sieht, das sind Kautschuk-Farmen. Also hier wird noch Naturkautschuk gewonnen. Und da sind dann so kleine Gefäße sind da dran an dem Baum. Und das ist so eine weiße Masse. Und ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dann will man ja mal riechen. Man hält den Finger da rein und das stinkt, wirklich, es stinkt. Und da kann man schlecht wieder diesen Geruch von den Fingern weg. Also bleibt am besten davon weg. Hier fangen jetzt auch, das sind noch keine Mangroven, aber die Mangrovenwälder sind nicht weit weg. Hier sieht man auch wieder so eine kleine Farm.Turin, glaube ich, war das. Yeah. Die Stinkefrucht. Und ja, da sind auch wieder hier, da sind auch Bungalows bis Swimmingpool. I think that is also for rent. Mm-hmm. Wir
Wir sind jetzt schon mehrfach da unten gewesen. Da waren einige Filme, die wir da drehen mussten. Das waren immer gleich ein paar Kilometer, also von unserer Unterkunft nach hier. Da war das bis zu einer Stunde entfernt. Da zieht sich ziemlich hin und man kann ja auch nicht schnell fahren. Hier ist die Drohne ziemlich ins Schockeln gekommen. Und wenn was nicht funktioniert hat, kann man nochmal dahin fahren. Wir müssen jetzt nochmal in den Süden runterfahren, ganz in den Süden. Weil hier war es auch schon diesig und wie ich die Aufnahmen gemacht habe, da war das Wetter nicht so schön, aber was man im Kasten hat, hat man im Kasten. Wir sind mit dem Daniel, mit dem Danny da runtergefahren, da war sein letzter Tag. Wie gesagt, da war es nicht so schön und wir hoffen, wir haben noch ein paar Tage hier auf Koh Chang, dass wieder schönes Wetter ist und wir mit der Drohne filmen können. Anfang nie mo สําหรับขับรถชมวิวขึ้นเขาลงห้วยไม่มีที่สําหรับเล่นน้ําแต่ส่วนมากก็จะเห็นวิถีชีวิตชาวบ้านทางฝั่งนี้ธรรมชาติ Ich glaube, hier war das auch mit dem Wasserfall, mit dem Wasserfall, wo die Brücke da ist. Mhm. Da rechts daneben, da geht es dann hoch zum Wasserfall. Wenn ihr nicht vergessen, verlinke ich das mal. Das ist nur 300 Meter rein. Wir müssen als Verein 200 Baht bezahlen, damit wir rein können, weil das Nationalpark ist. Und wenn man seine Papiere von CAAT dabei hat, dann darf man da auch fliegen mit der Drohne. Ist aber ein kleiner Wasserfall. ไม่ค่อยมีน้ำน้ำตกขึ้นไปดูละจำชื่อคลองมะยมคลองมะยมไหม Und überall sieht man so lange Stege. Muss also sehr seicht sein hier. Wie wir gehört haben, im Mittel des Jahres, dann ist das bei Ebbe richtig weit weg vom Ufer. Dann braucht man so lange Steganlagen, um an die Boote zu kommen. Die Straßen sind eigentlich sehr gut ausgebaut, wo das hier wirklich weit weg ist von allem, sag ich mal. I say the street very good condition, huh? Yes, very good condition. Long, long way to with the motorbike also good, huh? Yeah. Was ich hier in Thailand immer toll finde, dass die Straßen gerade sind. Viele gerade über viele, viele Kilometer. Ich hatte hier mal eine, die war über 20 Kilometer geradeaus. Super. Ja, hier unten Swimmingpool bedeutet, da unten ist auch ein Ressort. More tree. อันนี้แกวิ่งด้วยโดรน Ja, mit welcher Drohne bin ich hier geflogen? Die gute, die ist ja gleich am ersten Tag abgestürzt, die Mavic 2 Pro. Jetzt macht die Hauptarbeit die Mavic Pro. Die hatte ich immer als Reserve. Und die hat eigentlich einen guten Dienst geleistet, wie ihr seht. Und in dem Kurzbereich, ich habe hier auch einen Erfahrungsbericht über die Mavic Air 2S gemacht. Die macht ja relativ früh schlapp mit der Entfernung. Könnt ihr euch ja mal ansehen. Und die nehme ich dann für den Kurzbereich, um eine gute, sehr gute Videoqualität zu bekommen. Da ist ja auch von Hasselblad der Kern drin in dieser Kamera, genauso wie bei der Mavic 2 Pro mit einem 1 Zoll Sensor. Und dann kann man also hier auch so eine gute Qualität liefern. Ist ja für die interessant, die große Fernseher haben mit 4K und dann ist das ja eine Wohltat für das Auge.
Ja, hier sieht man auch die Autos, die fahren nicht in die falsche Richtung. Hier ist es eben halt so, dass der Film rückwärts gespult wird, damit man eine Richtung hat. Hier also die Ostküste runter. Und dann ist es eben halt, dass die Fahrzeuge dann für uns rückwärts fahren. Hier sieht man aber auch wieder Rubber Tree. Plantagen. Das Meer ist so ein bisschen milchig, finde ich. Also an der Westküste, meine ich, da wäre es ein bisschen klarer gewesen. Hier, ja, da sieht man so ein paar Strukturen im Meer. Und ihr seht, es ist nicht viel los. Die Straßen sind fast leer. Hier mal ein Rückblick, woher wir gekommen sind, von da ganz, ganz hinten. Das ist also die Ostküste mit den hohen Bergen. Die sind über 700 Meter übrigens hoch. Und jetzt kommen wir auch schon zur letzten Bucht hier in dem Filmbeitrag. Da sieht man auch so vereinzelt Unterkünfte für Touristen. Und da rechts. Und wie überall an der Ostküste geht der Dschungel runter bis ins Meer. Da war noch nie ein Mensch drin gewesen. Das finde ich auch immer ein tolles Gefühl, da drüber zu fliegen. Natürlich hat man die Gefahr, wenn da die Drohne abstürzt, aus irgendeinem Grund. Die findet man nie wieder. Aber in dem Fall ist auch nicht die Gefahr, dass einer auf den Kopf fällt. Daher kann man hier also mit den Flügen, finde ich, auch großzügig sein. Ich würde natürlich über Menschenmengen nicht so fliegen, was ja auch verboten ist, aber hier übers Meer, wenn sie hier abstürzt, dann liegt sie im Wasser und das ist mein Schaden oder im Dschungel, das große nie wieder finden werde. Das ist der Einlass von dieser Bucht hier unten im Osten. Die Filmbeiträge mache ich auch als Dokumentation, wie die Insel jetzt aussieht, 2024. Keine Ahnung, wie es in 10 oder 15 Jahren ist, wenn der Bauboom startet, kann es sich hier auch ändern. Hier sieht man mal einen Blick runter, da ist gar nichts mehr, nur Dschungel, Dschungel, und da bin ich dann auch nicht mehr geflogen. Ist auch nicht interessant. Man sieht, kann aber erahnen, wie einsam es da ist. Hier geht es jetzt in die Bucht rein. Ganz hinten, da sind große Felder. Übrigens hier unten, das sind die Mangroven. Und da sind so Becken. Ich weiß jetzt nicht, für was die da sind, um jetzt Salz zu gewinnen. Da sieht man nämlich so weiße Haufen. Als ob das sold ist. Look like they make a sauce, ja. Ja, dass sie also hier Natur. Ja, kann also wirklich sein, dass die da Salz gewinnen. Und wie gesagt, hier überall Mangroven, undurchlässig. Und dann ist hier unten eine kleine Ansiedlung, wo ich dann auch von gestartet bin mit der Drohne. Und ganz weit hinten, da sieht man also den südlichsten Zipfel von der Insel. Aber da kommen wir noch in den nächsten Filmbeiträgen zu.
Die Mangrovenwälder, das ist ein Thema für sich, da ist die Natur für sich, da kommt keiner rein. Wenn man sich das ansieht, überall Wurzelwerk, da durchzugehen, ist fast unmöglich. Ja, da ist die Stichstraße zu dieser kleinen Ansiedlung. Hier hat man noch einen Blick zur Ostküste. Da ist also nichts außer kleinere Buchten. Und da hinten kann man runtersehen in den Süden. Ja, danke schön, dass ihr auch diesen Filmbeitrag gesehen habt. Für den einen oder anderen ist es interessant, vorab, bevor er nachher kommt, sich die Insel anzusehen, um vielleicht einzelne Punkte zu markieren, um die ja, zu erkunden. Jetzt ist es so, ich hoffe, dass das Video kann helfen, wenn ihr noch nicht mal auf Gao Chang kommt, wenn ihr noch nicht mal auf Gao Chang kommt. Vielen Dank. Von Gao Chang. Vielen Dank. Wir sagen tschüss. Tschüss. Bye.